Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim Modisodes. Jawohl, wir sind immer noch hier in Falskar unterwegs. Sind jetzt mit den Jorgunas oder wie die heißen mitgegangen, anstatt mit Bruder Torlo und dem Jarl. War ein kleines Versehen, aber ich hatte jetzt keine Lust, da nochmal in den Norden hineinzustapfen. Naja, ihr wisst ja, ihr habt ja bestimmt zugeschaut. Nicht wahr? Ansonsten schnellstens nachholen. Nein, Spaß. Und zwar sind wir hier immer noch in der Gruft unterwegs. In der Familiengruft der Jorgunas. Wir müssen hier die Banditen ausräuchern. Die sich über die Gruft hermachen. Lass mich durch! Ich will kämpfen! Kommt her, ihr Drecksäcke! Stirb! Ja. Wow, wow. Oh, Gott sei Dank. Boah, ich hatte voll die Panik gerade. Ich habe voll die Panik geschoben, dass wir regenerieren. Ich will nicht regenerieren. Ich finde unser Aussehen gerade voll geil, finde ich das. Ich bin total zufrieden mit unserer Ich meine, okay, ich war mit jeder. Also. Nein, ich regeneriere jetzt doch, oder was? Ah, ich dachte schon, das klang gerade irgendwie so. Ah. Hammer. Was wollte ich sagen? Es ist ja schon irgendwie so ein bisschen wie bei Doctor Who. Jede der Generationen lerne ich hier erstmal richtig lieben. Und kaum habe ich sie lieben gelernt, werde ich irgendwie so runtergeboxt, dass ich in die nächste Generation regeneriere. Und dann muss ich mich erstmal wieder an den Charakter gewöhnen. Das ist echt wie bei Doctor Who. Musste ich nur mal anmerken. So, ich muss mich mal konzentrieren. Ich darf hier jetzt nicht zu viel rumalbern. Ich muss mich zwischenzeitlich heilen. Stirb! Boah, Alter, zieht der ab. Hab ich keine Heiltränke mehr? Boah, ich dachte schon. Aber viele habe ich echt nicht mehr, ne? Ja, ja, ihr macht das schon. Ich gehe mal so lange looten. Ich zähl auf euch, Jungs. So. Agro-Ninja ist auch noch dabei. Die hilft euch schon. So. Boah, wie die abziehen da hinten, ist der Hammer. 81 Jolt, sehr schön. Schuppenpanzerrüstung, 350 Wert. Bei nur gerade mal 6 Gewicht. Dann nehme ich es gerne mit. Die leben ja immer noch. Stirb! Ich versuche mal kurz einen Heilzauber auszuwählen. Medical Ninjutsu 2. Nicht so. Nice. Ah, ich liebe das. Da hinten flitzt auch noch einer. Zwergenpfeile, Gold. Zwergenbogen. Och ja. Och, okay, 270. Ach komm, nimm mit. Ich kann nicht immer alles liegen lassen, so komme ich nie an Geld. Dietrich, Jolt, Weizen, Schuppenstiefel, nee. The key is gone. Where's the key? Some of the other guys took it. Where? They were taking it to Bear Claw Cave. Ingvar wants it. If you hurry, you may still find it there. Thank you. May your journey to Songard be swift. What? No, wait. Bearclaw Cave is just east of here, down in the valley. We have to hurry. Meet us at the entrance. Warum hat Ulga bloß diesen unschuldigen Mann umgebracht? Gut, gehen wir. Ja, das würde ich nehmen. Und zwar, ja, die Banditen hier, das waren wohl die Banditen von Ingvar und die waren vor uns hier, haben den Schlüssel mitgenommen. Bis zur Bärenklauenhöhle sind die damit gestopft und da gehen wir jetzt hin und holen uns den Schlüssel zurück. We'll meet you there. Are you a hunter? If not, you should try it. So, was können wir denn hier noch looten? Oh, den können wir nicht looten. Komisch. Was haben wir hier? Altes Nordschwert. Ein Tanz im Feuer, Band 3, kannst du behalten. Ja, hier lag wahrscheinlich das Amulett, der Schlüssel. Oh, was war das denn jetzt für ein Trank? Keine Ahnung. Da war der Lootfinger mal wieder schneller. Ja. So.
Wäre eigentlich ein cooler Spitzname, oder? Wenn ihr mal irgendwie so ein... Ja, ihr habt doch so einen Freund, der immer schneller im Looten als alle anderen. Lootfinger. Jolt, sehr schön. Hier kommen wir auf jeden Fall wieder raus. Sehr gut. Da unten haben wir ja größtenteils alles gelootet. Fackel? Nein, hier. Kette. Zack. So. Großer Sack. Karotten. Was soll ich mit dem Kram? Ach, Äpfel. Das ist gesund. Das nehme ich doch nicht mit. Tomaten. Zaubertrank. Ja, bitte. Silberring, Kleidung. Apropos Zaubertrank. Ich fürchte, ich muss euch jetzt leider ein bisschen mit einer kleinen Alchemierunde quälen, weil uns so die Heiltränke ein wenig ausgehen. Wir haben noch eine Handvoll, aber mal ganz ehrlich, wenn wir nochmal in so eine Schlacht reinkommen, dann sind die auch ganz schnell wieder weg. Von daher werde ich sofort mal die TARDIS herzaubern. Oh, Knoblauch. Ich glaube nicht, dass die Banditen hier ungründlich waren. Hier wird nichts mehr groß liegen. Ich werde hier nur so Kleinigkeiten finden, schätze ich mal. Wissen tue ich es natürlich nicht. Ja, komm, ein bisschen umgucken kann man sich hier noch. Oh, ein Bett. Könnten wir uns mal ein bisschen hinlegen. Ah, ein Beutel mit Jolt und Dietrich drin. Tornister haben wir hier nochmal. Die Nachtigallen. Wahrheit oder Legende? Hm, klingt cool, das nehme ich mal mit. Ein Saphir-Diadem. So. Pass auf, dann holen wir uns hier mal eben kurz die TARDIS her. Ich werde mich nie dran gewöhnen, wie genial das ist. Herrlich. So. Und wenn ich schon mal dabei bin, ein paar Sachen zu, um ein paar Tränke herzustellen, dann stelle ich natürlich ein paar Tränke mehr her. Und eigentlich bin ich doof, weil eigentlich könnten wir genauso gut in Naruto-Mod wechseln. Stimmt gar nicht. Ich muss ja sowieso hier hin. Wegen den Zutaten. Ich habe ja gar nicht meine ganzen Zutaten dabei. Ich will hier raus. Ich wollte auf meine Zutaten. Satchel, hier. So, und zwar, ich nehme auch nicht... Ja gut, ich sollte einfach mal alles mitnehmen... Und dann das bunkern, was ich nicht brauche, beziehungsweise nicht verbrauchen möchte. Weil... Geht schneller so, glaube ich. Hier diese besonderen Sachen. Die könnten später noch in Rüstungen verbaut werden, in Mod-Rüstungen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man die braucht oder nicht. Aber sicher ist sicher. Salze der Leere, jawohl, das kommt weg. Dann noch, die wollte ich noch bunkern, die will ich erst nutzen, wenn wir gut genug sind, um diesen Zutaten gerecht zu werden. Huch, jetzt gehe ich schon wieder hier drauf. Ich habe ja noch meine Deckenkappe gar nicht aufgesetzt. So. Jetzt können wir loslegen. So, Zutaten. Ich würde sagen, wir finden erstmal wieder ein paar... Oder nee, ich mache mir jetzt erst ein paar Gesundheitstränke. Gesundheit regenerieren, bla 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 bla. Wiederherstellen. So. Blau und Koboldschemel. Pass auf, wir machen das nicht hier. Wir machen das doch in der Naruto-Mod. Weil ist so. Nein. Weil wir dort dann direkt die Sachen verkaufen können. Zum einen die Tränke, die wir herstellen. Und zum anderen können wir... Moment. Und zum anderen können wir da mal ein paar neue Fähigkeiten einkaufen. Kami Self. Und wir können zum Fertigkeitenlehrer. Alles Dinge, die wir erledigt haben sollten. Damit wir gemächlich weiterspielen können. Komm schon. Ah, sehr gut. So.
gehe ich jetzt erstmal. Ja, Alchemie. Geh weg. So. Noch ein paar Gesundheit regenerieren. Hier wiederherstellen. Machen wir uns auf jeden Fall noch ein paar. Habe ich gerne lieber ein paar mehr dabei. So. Okay, mehr können wir nicht. Magie regenerieren. Können wir hier irgendwas Besonderes machen? Sowas wie Schleichen verstärken, Unsichtbarkeit, Zerstörung verstärken. Nee, so ein Krabbes, das brauche ich nicht. Verzauberung verstärken, das wäre natürlich auch toll. Tatsache, cool. Das nehmen wir. Sonst haben wir hier nichts Besonderes. Okay, dann finden wir mal wieder ein paar Zutaten. Die Wirkstoffe heraus. Das haben wir ja auch noch nicht von allen. Von dem haben wir schon alles. Von denen noch nicht. Cool. Todesglockenblumen und Salz natürlich. Säbelzahn-Tigeraugen. Cool. Da haben wir auch wieder was rausgefunden. Dort auch. Dort auch wieder. Ja, muss zwischen... Wir haben ja schon eine ganze Weile nicht mehr Tränke gebraut. Und das muss einfach zwischenzeitlich auch mal sein. Lässt sich leider nicht ganz vermeiden. So. Jetzt nicht die spannendste Beschäftigung. Aber wir können uns gleich ein paar nette kleine Fähigkeiten besorgen. Ich hätte da auch schon eine Idee. Aber wir gucken uns auch mal ein bisschen durch, oder? Was haltet ihr davon? Ich meine, wir könnten jetzt natürlich in Falskar weitermachen, aber da haben wir jetzt quasi eine Etappe der Quest ja erledigt gerade. Wir sind ja in diesem kleinen in diesem Häuschen gewesen von denen und in der Gruft und ja, da würde ich sagen, ah, wir sind hier gleich fertig. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, passt das gerade ganz gut, wollte ich nur sagen. Ich rede nur wieder Kappes, weil ich einfach versuche, die Zeit hier zu überbrücken. Ich weiß, das ist nicht so spannend. Hau rein. Aber wir sind gleich durch. Zum Glück. Weizen, violette Bergblumen, Drachenbaum. Das und das und das. Und das und das und das. So. Ah, hier haben wir noch eine Kombination. Aber das war es dann auch schon. Sehr gut. Dann können wir unseren eigentlichen Helm wieder aufsetzen. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Hier. Zack. Fertig. Und ja. Destruktion könnten wir lernen. Oder Alliteration. Nee, Alteration. Ich kann euch sicher das ein oder andere beibringen. Ja, los. So, was habt ihr zu verkaufen? Wir schauen uns da gleich mal ein bisschen durch. Erstmal möchte ich hier Sachen verkaufen. Damit wir quasi auch das Geld haben, um uns das zu leisten. Zwergenbogen kann weg. Dann noch die Schuppenpanzerrüstung kann weg. Die Diademe, Amethystring, Granatring, kann alles weg. So. Essenz der Illusionen. Weg damit. Essenz des Verzauberers. Ja, geil. Gifte. Ja, ich bin kein Freund von Giften. Das habe ich euch auch schon mal in irgendeiner Folge lang und breit erklärt. Warum, wieso, weshalb. So, das können wir noch verkaufen. Was haben wir denn noch hier? Oh cool, Zaubertrank des Waffenschmieds. Ich glaube, wir müssen auch mal ein paar Tränke bunkern gehen. Weil alle davon brauche ich eh nicht.
Ausdauer regenerieren, das kann weg, Feuerresistenz kann weg, Frostresistenz kann auch weg. So. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Spelltome, Bancho, Tenin, Universal Pull, cool. Pull an NPC to you from a distance and throw them. Zieh einen Gegner an dich heran und wirf ihn. Hm, die 8 Tore, davon hatten wir ja schon welche gekauft. Kyubi-Modus, Lightning Armor besitzen wir ja. Sage-Modus, Sharingan haben wir. Shinra Tensei, Stackers Enemies and does 7 Points of Health Damage. Hmm. Knockback Enemies and does 15 Points of Health Damage. Ja, das sind also, ja. Bis zum nächsten Mal. Wir gucken uns nochmal bei anderen um. Bei Zerstörung zum Beispiel. Oder Heilung. Was braucht ihr, wollt also die Arkanen? Ja, bitte. Meistern. Ich würde gerne nämlich das Medical Ninjutsu Nummer 3 langsam kaufen. Die Nummer 2 ist nämlich mittlerweile ein bisschen, ja, nicht mehr up to date, sagen wir mal so. Oder ich kaufe die erst alle, bevor ich die... Nächsten Mal. Ihr braucht etwas. Ihr braucht etwas. Werft einen bevor ich die erlerne. Kaufe ich die erstmal alle. Kamui haben wir von ihm bekommen. Summoning Jutsu. Ja, wir können auch Sachen beschwören. Dremora Lord können wir zum Beispiel beschwören. Eine Dwarvensphäre, ein Feueratronarche. Ach du, was wir hier alles hier. Sogar ein Pferd können wir beschwören. auf dem wir dann reiten könnten. Ein Tiger. Boah, geil. Spinne, Sturmatronarch. Ein Troll. Wir können auch einen Werwolf rufen. Ich würde sagen, wir... Werwolf? Hm, ich weiß gar nicht, ob ich so gut beschwören kann überhaupt. Ob ich genug Magicka dafür habe. Ich kaufe einfach mal Werwolf. Testen wir es gleich mal aus. So, hier dann auch wieder verkaufen. Frostresistenz, das kann alles weg. Gesundheit regenerieren kann weg. Giftresistenz kann weg. Jawohl. Magicka regenerieren kann weg. Ach, das kann auch weg. Weg. Und das kann weg. Das kann weg. Und das kann auch weg. So, das war's auch schon mit unseren, ne? Mit unseren Tränken, die wir verkaufen konnten. Werft einen Blick. Was hat er denn hier? Byakugan. Cool! See all nearby creatures. Das wird gekauft. Dann können wir alle Gegner durch die Wände sehen. Draconian Methods. Targets flee for 30 seconds. Der Gegner flieht für 30 Sekunden. Hidden Mistjutsu, Muffled Movement, 100% become invisible secrets. Muffled Movement? Was heißt denn Muffled Movement? Muffled Movement. Lol. become invisible. Ich habe übrigens gerade festgestellt, ich habe total vergessen, meinen Timer zu stellen. Ich habe also keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon spiele. Ich muss jetzt auf gut Glück schätzen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt ungefähr seit 12 Minuten. Machen wir noch ein paar Minuten. Ich guck mal auf die Uhr. Könnte sein, dass die Folge hier ein bisschen Überlänge hat. Okay. So. Muffled. Ich weiß nicht, was Muffled Movement bedeutet. Wahrscheinlich, dass man langsamer ist. Oder schneller. Oder keine Ahnung. Oder man ist leiser. Ja, das könnte es sein. Man wird unsichtbar. Man wird leiser. Und der Schleichschaden ist doppelt so hoch. Das kaufen wir. Tsukuyomi, Target is paralyzed for 60 seconds. Damit können wir Gegner paralysieren für 60 Sekunden. Oh. Nee, nee, nee. Das möchte ich nicht. Also gut. Hier, sie hat Heilung. Ich würde gerne den Zerstörungstypen nochmal kurz aufsuchen. Ah, hier ist er. Ja, werft einen Blick. Ja, bitte. Amaterasu, ja. Einmal Ignite, Incinerate und Inferno. Die drei werde ich jetzt kaufen, trotz sehr hoher Kosten. Hier haben wir übrigens noch eine Bleach-Fähigkeit, Bala, Zero und ja, das war's auch schon. naja, kann sein, dass hier noch irgendwo welche sind. Chidori, Aso, da haben wir, glaube ich, immer noch Rang 1. Ne? Dann nehmen wir mal Rang 3 noch mit. Ein bisschen, ja, Chidori Nagash haben wir hier noch. Ich nehme übrigens gerne Chidori Aso, weil das eine Fern, also für die Ferne ist. Die anderen Chidoris, da müssen wir nah dran für. Das ist mir ein bisschen zu doof. Rasen Shuriken, Long Ranged Attack, that does 250 points of damage to health and magicka. Rasen Shuriken. Hm, ach komm, kaufen wir uns auch mal. Sehr teuer das Ganze. Hosenka no Jutsu haben wir hier noch. Katon,
Kirin, Long Rage, Lightning Attack. Boah, ist alles so teuer. Rasengan hatten wir ja schon mal testweise, kurzzeitig. Aber da bin ich ja krepiert. Ihr erinnert euch vielleicht ganz am Anfang, oder ganz am Anfang jetzt nicht, aber so relativ am Anfang unseres Let's Plays. So, damit haben wir jetzt ein paar Fähigkeiten erworben. Dann gehen wir die mal direkt lernen. Amaterasu. Geil. Noch ein Wort der Macht. Und noch ein Wort der Macht. Cool. Inferno. Ich wusste gar nicht mehr, dass das Wörter der Macht sind. Byakugan. Geil, dann kann ich die ja wieder verkaufen. Byakugan lernen wir dann noch. Chidori, Eiso, Rasen Shuriken, Hidden Mist Jutsu und Medical Ninjutsu und Summoning Jutsu Werewolf. Die packe ich dann auch alle mal auf die Kurzwahl. Veränderungen. Jetzt muss ich mal... Ich gehe mal strategisch hier durch quasi. Ja, was heißt strategisch? Nacheinander. Das packe ich einmal auf die Kurzwahl. Zerstörung. Chidori Eso 1 wird abgewählt und Nummer 3 wird gewählt. Futon Rasen Shuriken wird ausgewählt. Alter, 474 Magika. Das haben wir doch gar nicht. Hoho, ich muss im Zerstörungsbaum mal ein bisschen weitermachen. Dann hier Summoning Jutsu Werewolf. 224 Kosten. Boah, Alter. Mit der Herstellung Medical Ninjutsu. So. Und Schreier, Amaterasu, nein, nein, wir brauchen Drachenseelen dafür. Ah, ich habe noch zwei, Gott sei Dank. Zack, hallo? Nein, ich habe keine zwei. Zwei habe ich schon verbraucht, so ist das oder wie? Hä? Ah doch, ah, ich habe doch zwei. Dachte ich es mir doch. Ja, die ersten zwei reichen erstmal. Ignite und Incinerate, Inferno machen wir zum Schluss. Ja, wir werden unterwegs mit Sicherheit noch einen Drachen erledigen. So. Also jetzt in Falzgar wahrscheinlich nicht, aber naja. Und hier, da will ich natürlich auch direkt mal ein bisschen austesten. Geil. Nein! Ich habe nicht genug Magika. Ja, wir müssen in unserem Zerstörungsbaum mal ein bisschen was reininvestieren. Medical Ninjutsu 3, ich will mal gucken, wie viel das verbraucht. Oh, das sieht aber auf jeden Fall noch deutlich pompöser aus. Wenn ich mich nicht irre. Sharingan, Summoning Jutsu Werewolf würde ich auch gerne austesten. Ja, 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 komm. Mal eben schnell einen Heiltrank hier, Magika-Trank reinpfeifen. Nein, können wir nicht beschwören. Schade, schade. Hm, was wir aber auf jeden Fall machen könnten, ist Byakugan. Wo ist Byakugan eigentlich? Komisch. Bei Kräfte wahrscheinlich. Jupp. So, das haben wir dann. Sharingan wähle ich mal. Oder? Lassen wir noch. Lassen wir noch. Könnte sein, dass ich es nochmal verwende. Wir rüsten mal kurz Byakugan aus. Wir haben ja auch stilecht, stilecht haben wir unser Byakugan-Auge. Also ist das auch absolut Lore. Nein, passt schon. So, Byakugan. Zang. Ihr braucht etwas. Und wir sehen im Dunkeln besser und wir sehen sämtliche Seelen, das Chakra aller in unserer Umgebung. Richtig geil. Auch mit dem Soundtrack. Richtig cool. Ne? Naruto-Fans kennen den Soundtrack. Geil. Sehr schön. Sehr nützliche Fähigkeit auch. So. Kamui Return Self. Und hier bunkern wir jetzt erstmal. Alchemielabor. Nein. Nein. Ich wollte an den Beutel, an das Beutelchen. So. Wir haben ja noch ein paar Zutaten dabei. So. Dann gehe ich mal eben noch ein paar Tränke loswerden. Obwohl ich noch nicht genau weiß, wohin damit. Tränke, Tränke, Tränke. Wo kann man denn hier gut Tränke verstauen? Mal hier in dem Sack, da waren doch nur da waren Bücher drin. Hier hatten wir Äpfel, die nehme ich mal jetzt raus und dann packe ich dort stattdessen Tränke rein. Essenz des Verzauberers, Frostbissgift, Heilung, Ausdauer und Magika nehme ich alle mit. Alles andere bunker ich mal. Das zum Beispiel, das, oh, war gar nicht so viel. Egal, wir haben es gebunkert, das ist die Hauptsache. So, raus hier und wieder rein ins Falzgar-Abenteuer. Aber ich
Ja, ich werde die Folge hier jetzt mal auf gut Glück beenden, dass ich die 20-Minuten-Marke erreicht habe. Vielleicht sogar ein Stück weit drüber bin. Was soll's? Vielleicht ist er auch ein bisschen kürzer. Müssen wir halt diesmal damit leben, ne? So, je nachdem wird die nächste Folge dann kürzer oder länger sein. Nein, Spaß. nächste Folge dann wieder 20 Minuten. So, ja, da haben wir heute ein bisschen was Nützliches gemacht. Wir haben aufgelevelt. Wir sind in der Naruto-Mod wieder unterwegs gewesen, haben ein paar neue Fähigkeiten mitgenommen und sind auch, ja, in Falska ein Stück weit weitergekommen. So, in der nächsten Folge werden wir dann in die Bärenklauenhöhle gehen und auch den Schlüssel der Stärke dort zurückerlangen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.